Ja, meine Damen und Herren, wir haben hier etwas, das ist natürlich eine sehr sonderliche Geschichte. Ja, es ist vielleicht ein kleines Märchen, ja, und wir kümmern uns natürlich auch um kleine Märchengeschichten. Das ist nun einmal so. Und weil das so ist, sagen wir heute mal zu solch fröhlicher Geschichte einfach einmal Ton ab. Na also, Ton ab. Ja, also ich habe mir hier zwei Historiker eingeladen. Sie zu meiner Linken, guten Tag. Ja, guten Tag. Und Sie zu meiner Rechten, guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, und da bin ich jetzt einfach mal damit Ihnen übereingekommen, dass wir uns der englischen Geschichte zuwenden, ja. Ja, und für solches ist mir hier jedem, ja, dass Sie da mal sagen, Sie haben da was vorzulesen, ja, aus einem Geschichtsbuch, sagen Sie das so, ja? Ja, das muss ich sagen. Also ich habe hier ein Geschichtsbuch, das ist eine etwas ältere Schulausgabe, ja, aus den französisch-englischen Schulausgaben hier. Ja, das ist ja für die englische Geschichte hier, französisch nicht und so. Das ist, also es ist englisch und ja, das ist, ja, ich weiß ja gar nicht das Alter jetzt hier. Also das Alter ist, mein Gott, es muss vor über 100 Jahren gewesen sein, ja. Und da also, geht es um den Titel dieses Buches und das nennt sich, das ist da für die englische Welt gedacht, ja. Vielleicht möglicherweise auch für Außenstehende, die ein bisschen was verstehen wollen, ja. Und die schreiben da einfach mal mit dem Titel dieses Buches hier, es nennt sich Our Island Story. Oh ja, Our Island Story. Oh. Nun gut, nun gehen wir denn in die erste Seite, ja. Und da lese ich denn einmal vorher. Ha, here, one. The stories of Albuin and Brutus. Once upon a time there was a giant called Neptune. A giant is a Riese, ja. You know, a Riese? Ja, a giant. Neptune. Or Neptune. When he was quite a tiny boy, Neptune loved the sea. As he grew older, he came to know and love the sea so well that the sea and the waves loved him too and acknowledged him to be their king. At last, people said he was not only king of the waves, but god of the sea. You heard it? Ein Gott der See. Neptune had a very beautiful wife who was called Amphitrite or Amphitrite or Amphitrite, I don't know. Amphitrite. He had also many sons. As each son became old enough to reign, Neptune made him king over an island. Many islands. So many islands. Neptune, fourth son, der vierte, was called Albuin. Haha. Oh no, oh no. Albion. When it came to his turn to receive a kingdom, a great council was called to decide up in an island for him. Now Neptune and Amphitrite loved Albion more than any of their other children. This made it very difficult to choose which island should be his. The mermaids, a merman, called from the parts of the world with news of beautiful islands. At last, a little mermaid swam into the pink and white coral cave in which the council was held. She was more beautiful than any mermaid. Her eyes were merry and honest, and they were blue as the sky and the sea. Her hair was as yellow as fine gold, and in her cheeks a lovely pink came and went. When she spoke, her voice sounded as clear as a bell and as soft as a whisper for the waves.
as they rippled up in the shore. Das haben wir nur nie gehört. Das haben Sie ein bisschen vorgelesen da. Also, das ist die Entstehungsgeschichte der englischen Insel. Ja, also... Nee, also was haben Sie gesagt, da rechts da? Ja, sagen Sie, sind die Griechen? Die Engländer, sind die Griechen? Nach dieser Geschichte sind die ja Griechen, denn Neptun und all dieses da, das hört sich, Amphitrite, das hört sich alles so griechisch an, so alles, und Albion, das ist doch alles so irgendwie so, so irgendwie alles griechisch, die sind doch keine Griechen. Ja, das ist mir auch sehr verwunderlich. Das ist natürlich eher wohl eine Kindergeschichte, ja. Dich vorzustellen, so wie so Adam und Eva, verstehen Sie? Die Engländer haben hier eine eigene Adam und Eva-Geschichte. Das ist hier einfach mal klar. Und dies im vor 100-jährigen Schulunterricht. Ja, das ist nun mal so. Man kann sich ja viel erzählen als solches. Es gibt eine Menge Geschichten. Ja, das ist da mal zu lesen, als solches. Ja, aber das ist doch alles gar nicht wahr, das kann doch alles gar nicht sein. Das ist doch, wo kommen wir denn eigentlich alle her? Ja, das ist so, da muss ich mal sagen hier, also, dass ich das ja mal ein bisschen dämpfe hier, ja. Sie haben vorgelesen, das beruhigen Sie sich da, ja. Das ist nun mal so, ja. Also es gibt natürlich, er sagt uns die Bibel und nochmal die Bibel, die Bibel. Ja, die Bibel, ich sag es noch einmal, die Bibel sagt uns, das ist doch so, alles da so. Nein, also ich habe hier vorgelesen, das ist alles anders gewesen. Die kommen von da und das habe ich ja, das Neptun und sie haben sich die Inseln da zueinander aufgeteilt und so. Und eine Mermaid, die war auch dabei und die war, die hatte Yellow Hair. Stellen Sie sich das vor, die Engländer mit Yellow Hair, die sind Germanen, da, die sind Yellow, mit Yellow Hair, Mermaid. Ja, das habe ich auch verstanden. Die sagen also, die Engländer sind eines der nordischen Völker zu ihren alten, vor 100-jährig nochmal alten Geschichten. Nein, das kann nicht sein. Die sehen heute alle ganz anders aus. Die sind da völlig bunt geworden. Alles, das ist alles so bunt geworden. Das kann man, vor 100 Jahren war das noch. Das war alles noch vor 100 Jahren. Das kann doch, das ist doch heute alles ganz anders. Ja, nun ruhen Sie sich doch nicht so auf. Natürlich, es ist alles ganz anders geworden. Das wissen wir ja. Aber der Mann hat doch nur eine alte Geschichte vorgelesen. Nun beruhigen Sie sich doch. Nein, das geht mir nicht ein. Das geht mir nicht ein. Wenn einer sowas vorliest und sagt, die sind da irgendwie erstmal alle griechisch und dann kommen die auch noch mit einer Dame, die ist da... lesen Sie das mal bitte nochmal, ja? Ja, das kann ich machen, ja. Her hair was as yellow as fine gold and her cheeks a lovely pink came and went. Ja, das haben sie und ihre Wangen, ja natürlich, die waren da so schön rosa. Na, das ist ja auch alles ganz toll, ja. Aber wie soll denn das jetzt nun sein? Na nun reden Sie sich doch mal ab, nun beruhigen Sie sich. Sie müssen da nicht immer dazwischen. Ja, der Mann muss doch das erstmal ausgesprochen haben. Ja, es ist so. Und weil das alles so ist hier, ja, muss ich auch mal sagen, es wird hier Zeit, dass wir die Sitzung vielleicht auch schließen. Das geht alles zu weit. Es ist eine Entstehungsgeschichte der englischen Welt. Die waren da germanisch-griechisch. Das hätte eigentlich auch keiner gedacht. Das ist, weil Sie sich das so deuten. Sie nehmen das aus den Worten und deuten sich da einfach in Ihrer Fantasie irgendwas zusammen. Das ist es ja, was hier gemacht wird. Das muss ich als Vorleser auch mal sagen. Ich lese das ja, aber ich muss ja auch nicht alles glauben, was ich lese. Das ist eine kindliche Geschichte. Also ich meine, das ist so eine kindliche Geschichte wie die Bibel. Die Bibel ist auch so irgendwie das da mit dem Paradies und zwei Menschen und das da alles. Das sage ich doch. Das lese ich doch hier auch. Hier sind doch auch nicht mehr vorhanden. Hier kommt einfach ein Neptun und ein Albion oder irgendwas. Neptun for Sun. Ja, der vierte Sohn da, dann und Albion ist der vierte Sohn auf einmal, da weiß ich nicht, da, der vierte, natürlich der vierte. Was ist das denn, Jakob? Ich glaube, ich halte es nicht mehr aus mit Ihnen. Ich glaube, ich muss das hier alles jetzt beenden. So geht das nicht mehr weiter. Es ist besser, wir kümmern da uns
Ja, das ist es ja. Das, der kommt ja immer, wenn der das mit dem Englischen, der verdreht ja immer alles. Der verdreht immer alles, wenn er aus dem Englischen kommt, ist ja wirklich, er verdreht einfach alles. Selbst Entstehungsgeschichten fängt der an, hier vollkommen zu verdrehen. Oh, ich glaube, ich muss das zumachen. So geht das nicht mehr weiter. Belassen wir das dabei. Sie verdrehen hier alles, bitteschön, dann verdrehen Sie mal nichts oder verdrehen Sie einfach alles. Ich kann nur noch mal sagen, ich glaube nicht, dass ich das schaffe, hier zu dämpfen mit dieser Veranstaltung. Ja, beruhigen Sie sich, ja, also ich schließe hier die Sitzung als solches, ja, dann belassen wir das da mal. Dieses Vorlesen hier, ach, wie war der Titel nochmal? Sagen Sie es dann nochmal, damit sich das auch vielleicht nochmal einer merken kann, ja. Ja, ich schließe es nochmal. Our Island Story. Ja, das haben wir dann verstanden. Das ist also deren ihre Inselgeschichte. Das ist ja nicht, ist noch ein bisschen so, ja, da haben wir wenigstens ein bisschen was gehabt, ja. Ja, so, dann mache ich das mal zu jetzt. Jetzt reicht es. Ja, bleiben Sie uns wohl auf hier, ja. Schönen guten Tag für heute, ja. Ja, Sie haben das gehört. Unsere Vorleseminute ist damit beendet. Natürlich haben wir was gelernt. Nein, wir haben nichts gelernt. Wir wissen es, ja. Wir wissen gar nichts. Natürlich machen Sie sich auf die Socken. Vielleicht lernt man was. Wir wissen es ja nicht. Hallo, hallo, bleiben Sie uns wohl auf. Hier Ihre Berliner Ecke. Ihr Sprachfunk. Hallo, hallo, Berliner Sprachfunk.